Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die französische My Little Box an, die im Januar erschienen, nein Quatsch, im Februar erschienen ist. Wow, wir sind schon im Februar. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Motto der Februarbox ist La Flamme oder La Flemme und das heißt die Faulheit. Das ist ein bisschen witzig. Also ich kann ja ein bisschen Französisch und als ich das gelesen habe, so, hä, warte mal, ich muss es nochmal kurz übersetzen, nochmal durch Leo Org durchgehauen, so, okay, das heißt wirklich die Faulheit. Finde ich super witzig, weil diese Box soll uns dann im Februar so ein bisschen die Chillness nach Hause holen. Ich bin sehr gespannt, ich habe die zugeschickt bekommen und ja, deswegen könnt ihr auch mit La Flamme 5 oder La Flemme 5 5 Euro auf die erste Box sparen und ja, bekommt sie dann für 19,90 Euro. Quatsch, für 14,90 Euro. Ich bin noch nicht ganz da. Anstatt für 19,90 Euro. Und wir finden in dieser Box eine schöne Geschichte, zwei Accessoires und drei wundervolle Beauty-Produkte. Ich bin mal gespannt. Ich habe euch ja auch so eine Übersicht gemacht über die ganzen Beauty-Boxen, die es so gibt. Kann ich dir im E-Mail verlinken. Und ich darf auch eine Box wieder verlosen, denn ich habe noch eine zweite zugeschickt bekommen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Die Box fühlt sich auch relativ schwer an und es ist auch witzigerweise meine Box. Ansonsten haben die ja immer so eine Tasche oder das Ganze ist irgendwie auch mit dem Umkarton so ein bisschen in Kombination gestaltet. Nö, dieses Mal ist es einfach eine ganz simple Box, als hätten die sich gedacht, nö, wir sind jetzt auch mal chillig und machen eine ganz simple Box. Trotzdem ist die schön, ne? Dass das hier so drauf steht, finde ich ganz süß gemacht. Und nein, die waren definitiv nicht faul, denn guckt euch mal an, wie wunderschön das auch von innen aussieht. Das ist echt schön auf das Boxendesign abgestimmt. Die Kampagne La Flemme. Es steht nichts auf dem Programm, außer einer Sache, im Bett bleiben. Das Handy im Flugzeugmodus und alles in Reichweite. Snacks, Fernbedienung, Kerzen. Ans Kissen gekuschelt und in schönen Erinnerungen schwelgend, verlierst du das Zeitgefühl. Träum ohne Grenzen, lies zwischen den Zeilen und drück nächste Folge ohne schlechtes Gewissen. Eine Flucht von allem und ohne jegliche Verpflichtung. Denn in deinem Kokon aus Kissen und Decken bist du die Königin der Faulheit. Die My Little Box, die dich dazu einlädt, zu Hause zu bleiben und in einen Kokon zu verwandeln, Kokon ist es quasi gemeint, ne? In dem du dich wohlfühlst. Richtig, richtig schön. Und wie gesagt, mit dem Code bekommst du die Box dann auch für 14,90 Euro, steht hier drin. Habe ich euch auch nochmal eingeblendet. Hier sehe ich die Produkte, aber das möchte ich noch gar nicht sehen. Ich möchte mich hier auch mit euch zusammen einmal inspirieren lassen. Ich starte hier mit dem ersten. Le temps de ne rien faire. Also es ist die Zeit, nichts zu machen. Das ist wirklich ganz süß gesagt, ne? Zeit fürs süße Nichtstun. Du kriegst die Kurve. Diese Kerze ist hypnotisch und verschlungen. Schau ganz genau hin, atme tief durch, schließe die Augen und jetzt gemeinsam. Süß gemacht auf jeden Fall. Kerzen habe ich ja auch immer hier im Hintergrund. Ich bin mal gespannt, was das hier dann für eine Kerze genau sein wird. Das ist nicht... oder ist das auch eine von der My Little Box? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte nämlich auch mal eine irgendwo im Adventskalender drin. Okay, da brauche ich auf jeden Fall einen Kerzenständer unten drunter. Die riecht aber soweit nach nichts. Genau, so schaut sie aus. Die sieht echt hübsch aus. Und die sind ja auch echt voll im Trend, ne? Es gibt ja auch solche Kerzen mit Büsten oder mit Herz oder so. Und das finde ich jetzt auch wirklich echt ein bisschen schlau gemacht von My Little Box, weil die tatsächlich jetzt nicht sich auf Valentinstag stürzen, die stürzen sich auch nicht auf Karneval, sondern die sagen, ne, wir haben jetzt hier so ein bisschen einen toten Monat, eine Chili-Milli-Time, also gönn dir Chili-Milli-Time. Und das finde ich süß, muss ich wirklich sagen. Ja, ne, eine schöne lila Kerze, die ihr dann auch demnächst mal hier im Hintergrund sehen könnt. Mache ich dann irgendwie auf so ein Tellerchen oder sowas, muss man mal gucken. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie man die am besten, oder wo drauf man die am besten macht. Hä? Du warst doch hier vorher schon drin. Wieso gehst du denn jetzt nicht wieder rein? Es ist immer das Gleiche. Du kriegst die Produkte nie genau so wieder rein, wie sie mal drin waren. Aufregend. Okay, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kerze. Und das passt natürlich auch zu dem Chili-Milli-Motto. Dann schauen wir uns aber auch erstmal dieses Produkt hier an. Und zwar ist das ja auch nochmal ein Accessoire. Es fühlt sich gerade auf jeden Fall sehr schwer an, als ich das mal kurz zum drunter gucken hochgehoben habe. Das ist dieses hier. Do what you want. Mach, was du willst. Ein Plateau Multi-Usage. Oh, irgendwas, was du Multi-Use verwenden kannst. Also ja, aus Clutter wird Kunst. Ein Tablett für alles. Minimalismus ist nicht dein Ding und manchmal nimmt das Chaos überhand.
safe. Leute, wirklich, kein Problem. Auf einem hübschen Tablett angeordnet, wird der Klatter fast zur Kunst und du kannst deine Erinnerungsstücke stolz präsentieren. Guck mal, da könnte ich doch tatsächlich die Kerze dann noch drauf machen. Das ist ja auch irgendwie süß gemacht, muss ich sagen. Wobei, wenn das Ding so groß ist wie diese Verpackung, dann ist die Kerze etwas lost. Aber ich mag ja diese Tabletts und so, was wir da schon drin hatten. Mhm, die sind auch in reger Anwendung bei mir tatsächlich. Das ist schon fast herzmäßig. Lazy Sunday Morning. Genau, und da kannst du dir so dein eigenes Om reinmachen. Wer mag, kann sich da so eine Art Zen-Garten drauf machen. Ein bisschen Vogelsand drauf und dann kannst du da, keine Ahnung, noch ein paar Sachen drauf machen. Ich habe keine Ahnung, was ein Zen-Garten, wie man das macht. Aber kann man sicherlich auch damit machen. Und süß, auf jeden Fall. Oder halt auch so für Schmuckstücke oder so, ne? Wenn ich dann so meine Ketten und Ringe und so weiter ablege, dann rollt nirgendwo irgendwie was hin. Und es sieht einfach hübsch aus. Also verkehrt finde ich es nicht. Ist einfach mal was anderes. Und das ist eben die Sache, eben auch bei diesen Accessoires haben wir auch Sachen mit dabei, die du hast da nicht immer unbedingt so mit gerechnet, ne? Ob das jetzt so zu diesem Lazy Sunday Morning Motto passt, keine Ahnung. So nach dem Motto, wenn irgendwo was rumliegt, pack es auf ein Tablett und es sieht schön aus. Gar keine Ahnung, ne? Nun, hier habe ich dann das nächste oder auch das letzte, den letzten Part von dieser Box. Und das hier ist ein kleines Säckchen, wo 3 Beauty-Produkte drin sind. I'm not lazy, I'm on energy saving mode. Aha, okay, ich bin nicht faul. Ich spare Energie oder ich bin im Energiesparmodus. Da greife ich das erste Mal raus. Oh, Louis Vuitton, ein Remederm Dry Skin Body Milk mit 5% Urea-Produkt für trockene Haut, die ich habe. Zieht schnell ein, pflegend und befeuchtet, schützt und nährt Erwachsene und Kinder, Vitaminkomplex und Urea. Ja, schön. Wie viel haben wir hier drin? 50 Milliliter. Und Louis Vuitton ist auch so eine Apothekenmarke, ne? Und ich glaube, also wir haben hier auch so Sätze reden und so ist manchmal echt nicht mein Ding. Wir haben hier manchmal auch Produkte drin, die so von Marken sind, die auch eher so französisch sind, was ja passend ist, weil die My Little Box ja aus Frankreich kommt, ne? Und deswegen passt das ganz gut. Und 50 Milliliter ist jetzt keine Riesengröße, aber es ist eine gute Möglichkeit, um das Produkt einfach mal so auszuprobieren. Und es ist keine Mini-Größe. Das finde ich persönlich ganz gut. Also ich denke, dass ich das so, ich weiß nicht, eine Woche oder so, je nachdem wie reichhaltig die ist, ne? Kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade jetzt im Winter habe ich ja auch sehr, sehr trockene Haut und da macht das durchaus Sinn. Dann nehme ich mal das nächste Typchen raus von Dr. Botanicals, die Tü Mask mit Turmeric. Turmeric, das ist Kurkuma oder so. Superfood Restoring Mask, Treatment Mask. Aha, 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und du machst es einfach auf dein Gesicht, lässt es 20 Minuten auf deinem Gesicht drauf. Ich benutze sowas ja gerne beim Zähneputzen, ne? Ja, da muss ich da vielleicht auch noch meine Pinsel während der Zeit waschen, damit ich die 20 Minuten voll kriege. Aber sowas kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, ne? Sowas mag ich ganz gerne. Und jetzt muss ich nur noch herausfinden, was genau Turmeric nochmal war. Und mag ich. Also Gesichtsmasken passt auch zu diesem Chili-Milli-Mood. Wir haben wohl keine dekorative Kosmetik hier drin enthalten dieses Mal. Sonst haben wir immer so ein dekoratives Kosmetikprodukt. Uriage Eau Thermale. Das ist ein Protecting Lip Balm, der repariert und beruhigt und so. 15 Milliliter haben wir hier drin. Long Lasting. Aha. Auch interessant. Auch da, ne, Lippenpflege kann man auf jeden Fall dann gut machen. Wenn ich so auf der Couch, ich kenne das gar nicht mehr, Langeweile. Ich glaube, das ist echt etwas, was viele von uns noch lernen müssen wieder, ne? Genau, aber das ist eigentlich mal ganz nice, wenn man sich dann wirklich alles so in die Nähe packt. Wir haben das bei uns auch auf der Couch so, dass mein Schatz die eine Seite hat, ich habe die andere Seite und da packen wir dann auch immer unsere Sachen entsprechend hin und ich habe dann da auch immer meine Schalen mit Chips und Schoki und so weiter, dann Handyladekabel und so weiter, also wirklich alles in Griffnähe, ist tatsächlich so und da würde man sich dann wirklich für ein Chili-Milli-Wochenende auch sowas hinpacken. Ziza haben wir hier auch mit drin enthalten, das ist auch ein sehr, sehr pflegender Inhaltsstoff, der repariert nämlich auch so schön, ne, finde ich klasse, also das sind schöne Beauty-Produkte. Die sind auch basic, dass es jetzt nicht super ausgefallen ist, wo du dir irgendwie Gedanken machen musst, oh mein Gott, wie soll ich die denn benutzen? Eben, das passt halt auch zu diesem Mut der Box.
Ich weiß noch nicht genau, wie das Tablett da quasi reinpasst, aber ich finde, dass die Box schön gestaltet ist. Vor allem, wenn man bedenkt, als Abonnent zahlt man ja 19,90 Euro pro Box pro Monat. Und wenn man halt das jetzt neu abonnieren würde, bekommt man die für 14,90 Euro. Und da hast du schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß jetzt nicht, wie hochpreisig die einzelnen Produkte sind. Für die Accessoires mache ich ja immer so circa Preise. Da schaue ich, was es im Internet so gibt, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.